dieser Stelle bei mir. Es ist früh am Morgen und ich dachte mir, ja, eigentlich sieht es so langsam nach dem Ende aus bei Franny und ja, machen wir einfach mal weiter. Wir hatten doch die Ekoruhr, genau. Mabuka. Ach süß, ich spritze sie mit Wasser nass und klingelt dann los und spende Licht. Okay, wenn man mich so wecken würde, würde ich auch auf jeden Fall wach werden. Ah, hüte dich vor Mabuka. Die erwachte Dunkelheit erhebt sich aus dem Unbekannten. Oh, ich wollte sie nicht aufwecken, Mutter Mabuka, aber sie müssen mir einen Gefallen tun. Eigentlich wollten wir sie schon aufwecken. Kann mir jemand sagen, wer diese Kreatur ist? Ganz schön frech für so einen kleinen Körper. Entschuldigung, aber das kann ich selbst beantworten. Ich bin Fran Bow, ein Menschenmädchen. 11 Jahre alt und sehr mutig. Nur, dass sie es wissen. Ein Mensch in Mabukas Hütte? Ha, amüsant. Wer hat dich hergebracht? Das wäre dann wohl Remor. Er ist ihr Sohn, oder? Ist mein Sohn schon in deinem Kopf vorgedrungen? Sie meinen, ob er meinen Kopf aufgeschnitten hat? Ich glaube nicht. Hast du einen rötlichen Trank aus Bohnen getrunken? Bohnen? Meine Pillen sehen aus wie rote Bohnen. Also, ja, ich nahm die ganze Flasche. Dann kann ich keine Gewalt gegen dich anwenden. Die Macht wurde entfesselt. Ich hoffe, du findest die Wahrheit, die du suchst, unter der Erde. Danke, aber welche Macht wurde entfesselt? Können Sie mir das sagen? Die Macht in dir, weißt du das nicht? Die 5 Reiche essentieller Existenz wählten dich, die Wächterin des Schlüssels zu sein. Die 5 Reiche essentieller Existenz wurden parallel zur Zeit erschaffen. Was, wovon reden Sie da? Wächterin des Schlüssels? Wer hat Ihnen das gesagt? Der große Valokos aus Primeve hat uns vor langer Zeit alles erzählt. Der Wächter wird vom Sohn der Dunkelheit gejagt, wenn er den roten Samen gegessen hat. Aber du bist zu jung, in der Tat zu jung, um die Wächterin des Schlüssels zu sein. Da ist etwas an dir. Ist dir etwas Düsteres geschehen? Remor tötete meine Eltern, Mutter Mabuka. Können Sie sich vorstellen, wie sich das anfühlt? Ich bin diese Gefühle, Franbo. Ich bin all das Böse, das Dunkel, das du dir vorstellen kannst. Ich ernähre mich von Tränen und Leid, von Verzweiflung und Angst. Aber dann ist es ihnen egal, ob Remor meine Eltern getötet hat. Ich dachte, sie wären nett. Ich bin neugierig und wüsste gern den Grund, wenn du dich dann besser fühlst. Jetzt verstehe ich, der Grund an sich ist es die Wahrheit, die du suchst. Geh schon, Wächterin des Schlüssels. Sei jetzt mutig. Ich öffne dir mein Herz. Aha. Ich gucke nochmal in unser Inventar. Also wir haben eigentlich nur unsere Standardsachen. Gehen wir mal runter. Was? Bitte? Was ist das denn? Ehrlich jetzt? Aber ich muss jetzt erstmal schnell das Fenster schließen. Es ist doch sehr kalt hier. Eine Sekunde. So. Das war's schon. Schicke Füße hat sie. Oh, der Körper dieses Wesens besteht aus Babygesichtern. Okay. Kenne ich dich von irgendwoher? Du hast mir etwas geklaut, oder, du kleiner Dieb? Wo ist meine Stricknadel? Hm, hast du deine kleinen Freunde damit erstochen? Bitte? Was? Stricknadel? Sind sie die tote Schwester, die ich in der Oswaldanstalt gesehen habe? Sehe ich etwa tot aus, hm, du kleines Biest? Zieh eine Nummer her und warte im Wartezimmer, bis du dran bist. Aber Schwester, ich brauche keine medizinische Hilfe, ich will nur mein Kätzchen finden. Zieh eine Nummer und warte, ich sage es nicht nochmal. Sie hören zu, sie sehen und sie berühren. Okay. Die Nummer 7. Huch. Irgendwie fühle ich mich, als wäre ich zurück in der Oswaldanstalt. Ja, irgendwie ja, ne? Schau mal, was ist das denn hier? Abgeschlossen, aber es gibt gar kein Schlüsselloch. Hä? Vielleicht von innen verriegelt. Hat ja nicht immer gleich was zu heißen. Oh. Ah, ich frage mich, wie lange ich noch warten muss. Stunden, vielleicht Tage. Ha,
Ich warte schon seit einer Woche. Wie lange warten die anderen? Ich warte seit einem Monat. Aber ich habe Nummer 2, also bin ich bestimmt bald dran. Ich warte seit 3,5 Wochen vollkommen hoffnungslos. Entschuldigen Sie bitte, aber gibt es eine Möglichkeit, das hier zu beschleunigen? Ja, selbst ein Doktor werden, das ginge schneller. Und wenn du das tust, kannst du uns allen helfen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Warum werdet ihr dann nicht selbst ein Doktor? Ich kann nicht, ich fühle mich sehr krank. Na, du siehst auch kränklich aus, mein Freund. Ich kann nicht, mein R-Auge ist blind. Ich habe dieses kaputte Horn, siehst du? Ich kann kein Doktor sein, ich muss Patient sein. Ich kann es auch nicht. Ich habe die Fähigkeit, mich selbst im Spiegel zu ängstigen, verloren. Ah. Naja, ich bin gar nicht krank. Bitte lasst mich vor, okay? Ich kann nicht. Ich weiß nicht mal, welche Krankheit ich habe. Darum bin ich hier. Aber wie kannst du es nicht wissen? Tut es irgendwo weh? Das ist eine harte Frage. Mach sie weicher. Wie soll ich eine Frage weicher machen? Das ist aber seltsam. Hey, hast du mal versucht, deine Augen rauszureißen? Das hilft manchmal. Ah, genug, mit euch kann man sich nicht richtig unterhalten. Natürlich kannst du dich nicht richtig unterhalten. Du bist nicht diejenige, die alles sieht. Du kennst es ein paar Minuten. Das ist sehr kurz, um alles zu verstehen. Ah, das ist wahr, aber es wäre schön, etwas gesunden Menschenverstand zu benutzen. Warum? Warum ist gesunder Menschenverstand besser als ungesunder? Nun, es hilft einander besser zu verstehen. Wir verstehen uns jedenfalls alle gut mit unserem ungesunden Menschenverstand. Ja, das tun wir wirklich. Wir respektieren die Unterschiede. Aber wer ist derjenige, der alles sieht? Meint ihr Mabuka? Nein, Mabuka weiß alles. Das ist nicht das Gleiche, wie alles zu sehen. Jetzt lasst mich warten, weil Reden die Wartezeit nicht verkürzt. Okay, danke für nichts. Kann man nicht irgendwie... Siehst du die Anzeige? Ich habe Nummer 2, ich bin fast dran. Mein R-Auge ist kaputt. Das große Auge hat es mir gesagt, weil sie alles sieht. Ich glaube, mein Horn wächst nicht wieder nach, darum werde ich bald sehr wütend sein. Ja, tschüss. Und du? Ah, am Anfang hat Warten noch Spaß gemacht. Jetzt ist es langweilig. Warten! Was kann man denn hier machen? Und wieso eigentlich das Auge? Achso, das Auge sieht ja alles, ne? Das Auge oben, meine ich. Hey Kind, ich bin jetzt dran, mit der Schwester zu reden, klar? Wenn du nicht wartest und uns in Ruhe lässt, reiße ich dich in zwei und fresse dich. Du isst Kinder? Wusstest du, dass wir Kinder eigentlich unreif sind? Hey, lass den Patienten in Ruhe. Der Doktor wird die Schwere der Erkrankung feststellen, keine Sorge. Das Auge oben? Meinen die doch, oder nicht? Aber was hat das mit denen hier zu tun? Dann gehe ich mal hin. Wo war denn das Glubschauge? Hier meine ich, oder? Nee. Oder doch? Hallo? Ja. Hallo, Augi. Ich hoffe, du findest deinen Katzenfreund bald. Ich sehe ihn immer noch im Käfig. Sei nicht traurig, es ist noch nicht so spät. Ich sehe alles, erinnerst du dich? Warte mal. Ah, klappt nicht. Ich hoffe, du findest deinen Katzenfreund bald. Ich sehe ihn immer noch. Ja, aber... Hier, guck mal. Ja, das ist ja hochinteressant, ne? Und dann sind wir jetzt da unten. Mabuka? Kannst du bitte wieder aufwachen, Mabuka? Irgendwie nicht, ne? Müssen wir jetzt erstmal irgendwie sehen, dass wir dieses Rätsel hier lösen. Ich habe schon eine Nummer. Das ist immer noch zu, oder? Abgeschlossen, okay. Puh. Kommen wir hier nicht noch irgendwo hin? Ist die Nummer 1? Das muss die Anzeige für die Zahlen sein. Lass mal tauschen. Siehst du die Anzeige? Ich habe Nummer 2, ich bin fast dran. Ah, könnten wir unsere Tickets tauschen? Ich habe Nummer 7. Nein, ich muss wissen, ob ich Schmerzen habe. Ich muss wissen, welche Krankheit ich habe. Was ist, wenn ich herausfinde, welche Krankheiten du hast? Gibst du mir dann dein Ticket? Klar, wenn ich noch da bin, wenn du zurückkommst. Ich kann jetzt wieder nicht so viel die Stimmen irgendwie, ja, so extrem machen, weil dann bin ich nachher wieder heiser. Und das geht nicht. So. Wie sollen wir denn, vielleicht können wir jetzt nochmal das Augi fragen. Wir gehen nochmal hoch.
fragenden Augi, was er hat, und dann vielleicht verschwindet er dann ja. Weil Augi sieht doch alles, oder? Jetzt ist das Fenster zu und ich friere noch viel mehr als vorher. So. Hallo? Entschuldigung, ich brauche deine Hilfe. Natürlich tust du das. Wie kann ich dir helfen? Kannst du mir sagen, an welcher Krankheit die Kreatur mit der Ticket Nummer 2 leidet? Er wartet im Wartezimmer. Schauen wir mal. Ah, ich sehe ihn, aber so wie ich das sehe, ist das keine Krankheit. Es ist nur ein Kopfschmerz, ausgelöst durch zu wenig Leid in ihm. Wow, kann man ihm irgendwie helfen? Ich brauche sein Ticket. Ja, wenn du so viele Tränen weinst, dass du diese Flasche füllst, geht es. Aber vergiss nicht, die Tränen müssen von echtem Leid verursacht werden. Es wird kein Problem sein, mein Leben ist momentan sehr problematisch und ich dachte, alles wäre besser, wenn mein Kätzchen und ich nach Hause kamen. Aber jetzt ist alles so verwirrend. Tante Grace ist total verrückt und es war schrecklich, mit ihr zu sprechen. Ich habe ihr wirklich vertraut. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Mabuka sagte, dass ich für etwas ausgewählt wurde. Aber sie ist wieder eingeschlafen und beantwortet meine Fragen nicht. Ich brauche meine Katze. Die Umarmung von Mr. Midnight. Sie sind mein größter Trost. Ich will ihn nur finden, damit wir nach Itesta gehen und glücklich sein können. Sieht ja schon ein bisschen eklig aus, aber irgendwie auch total hübsch. Herrlicher Schmerz, so tiefgründig. Die Flasche ist nun gefüllt mit deinen Tränen. Gib sie dem Wesen, das sein Ticket hat. Geh jetzt, die Zeit wartet auf niemanden. Danke, ich gehe jetzt. Tschüss. Das ging ja ganz gut. Oh, ich mag das, dass es halt immer wieder mal Hinweise gibt in dem Spiel. Also jetzt eher so offensichtliche, ne? So, wenn die reden und dann zum Beispiel jetzt wieder mal so, ja, das Auge sieht alles, bla bla und so. Das finde ich halt echt gut. Hier, bitte. Hier, trink das, dann fühlst du dich besser. Oh, willst du mich vergiften? Wie süß. Schauen wir mal. Schmeckt wie das tiefgründigste und dunkelste Elixier, das ich je getrunken habe. Gib mir mehr, gib mir mehr. Nein, lass mich in Ruhe. Du hast gesagt, ich bekomme dein Ticket, wenn ich dir helfe. Okay, okay. Bitteschön. Ja! Und danke. Deine Tränen schmecken sehr, sehr lecker. Tschüss. Komisches Ding. Irgendwie. Patient Nummer 2. Wir tun, was wir können, um sie zu retten. Hast du einen Termin? Nun nicht wirklich. Sie haben gesagt, ich soll eine Nummer ziehen und warten. Tut mir leid. Wir helfen Kranken ohne Termin nicht. Aber ich bin nicht krank. Ich habe mein Kätzchen verloren und will ihn wiederfinden. Ein verlorenes Kätzchen, keine Sorge. Das ist eine natürliche Reaktion auf deine Krankheit. Du hast aber Glück gehabt. Viele verlieren stattdessen den Verstand. Ha, Glück? Wie bekomme ich denn einen Termin? Ah, ruf mich einfach an. Hier ist meine Karte mit der Telefonnummer. Warum muss ich sie anrufen? Können sie nicht jetzt einen Termin ausmachen? Oh, das wäre ja albern, denn jetzt gerade warte ich auf deinen Anruf. Oh Gott. Oh, na gut, ich rufe sie da mal an. Wir hatten oben irgendwo ein Telefon. Und ich glaube, ich werde mir gleich mal die Nummer aufschreiben, bevor ich hier hin und her düdel. Warte, wo war denn das Telefon? War das hier? Ja, so, Zettel und Stift. Ich habe hier aber auch echt immer einen Zettelverbrauch, seitdem ich Let's Playe und mir immer so Kleinigkeiten mit aufschreibe. Also meine Güte, nochmal so untersuchen. So 01 221 217 276. Pardon. Sind Sie verrückt? Rufen Sie uns an! So. Oh. Ehrlich jetzt. 0, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 7, 2, 7.
6. Meine Güte. Oh, hallo, ja, Sie sagten, ich solle anrufen, um einen Termin zu machen. Frambo, ja, ich habe jetzt Zeit. Nein, ja, ich habe Augen, okay? Ja, wirklich, ja, okay. Wir sehen uns in einer Minute. Gut, ja, danke, tschüss, ja, tschüss. Nee, weg hier. Na, kein Wunder, ich habe so eine Zettelwirtschaft. Wenn ich mir immer jede Kleinigkeit aufschreibe, ist doch kein Wunder. Hallo, Patient Nummer 2. Haben Sie einen Termin? Ja, Frambo, mein Name. Und der Termin ist jetzt. Ich schau mal ins Archiv. Ja, yeah, da sind Sie. Der Doktor wird in einer Minute da sein. Einfach durch die rechte Tür gehen. Okay, danke. Bläh. Hä? Fran? Ja, klar. Tut mir leid, habe ich Sie erschreckt? Sie sehen recht blass aus. Oh nein. Puh, ja, ein Albtraum. Du siehst aus wie ein gesunder Mensch. Ja, okay, ja, danke. Ich glaube, wenn ich bitten dürfte, ich habe einen Termin. Ist mir eigentlich egal, weil es mich nichts angeht. Oh, ich dachte, das ist der Doktor. Oh, nein! Nein! Du hast noch nicht beschlossen, dein Leben zu beenden? Ist der Schmerz noch nicht genug? Du bist Remor, oder? Ich hatte noch keine Gelegenheit, mich angemessen vorzustellen. Traurigerweise kann ich in der dritten Realität für eine lange Zeit nicht gesehen werden. Ich bin Remor, der schreckliche schwarze Prinz der Dunkelhand. Ich weiß, wer du bist. Tu nicht so, als wäre nichts passiert. Hast du meine Eltern getötet? Wo ist meine Katze? Was hast du Mr. Dr. Dern angetan? Ich genieße es sehr, das Leid aus deinen Augen tropfen zu sehen. Davon ernähre ich mich. Du bist die Manifestation meiner Gelüste. Ich benutze dich für alles, was ich will. Du unterstehst meiner Macht. Das stimmt nicht. Nicht mehr. Du trickst mich nicht mehr aus. Sag mir, warum hast du meine Eltern getötet? Warum? Du unterstellst mir, dass ich so etwas Schreckliches getan habe. Ich habe dich in der Nacht vor meinem Fenster gesehen. Du musst es gewesen sein. Du vertraust deinen Augen zu sehr. Hast du nicht gelernt, dass die menschlichen Rezeptoren schwach sind? Dein Körper ist zerbrechlich. Einfach zu verderben. Was? Oh nein. Nein! Nein! Nein, das kann nicht sein! Hör auf! Nee. So ein kleines Kind kann niemals so problemlos Knochen mit einem Messer zerschneiden. Das ist doch Quatsch. Ich habe es nicht getan. Ich weiß nicht. Hör bitte auf. Oh mein Gott. Wer war es, Liebling? Wer hat deine Eltern getötet? Das matte kleine Vieh muss leiden und sterben, bevor es ein Stein wird. Das glaube ich nicht, dass wir das waren. Das glaube ich einfach nicht. Das glaube ich einfach nicht. Das ist Quatsch. Ehrlich jetzt, sie schläft noch da. Also sobald ich klicke, ist sie wieder wach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das war. Das glaube ich einfach nicht. Das ist Quatsch. Und Tante Grace hat sich auch total komisch verhalten. Also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass sie das war. Ich glaube eher, dass Remo ihr irgendwelche Hirngespinste eingeflößt hat. Ja, aber das werden wir dann ja wohl in der nächsten Folge erfahren, oder? Ich sag danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge bei Franny. Und boah, bin echt super gespannt. Tschüss.